den externen Anwalt begleite ausschließlich IT-Beschaffungen, sehr häufig auch der öffentlichen Hand, deshalb der Bezug zum Beschaffungsrecht. Ich freue mich sehr, dieses Panel hier zusammen mit Philipp Docanto zu machen. Und ich hoffe, dass wir durch das viel kontroverser und viel lebendiger sein können. Willst du dich als Nächster vorstellen? Mein Name ist Philipp Docanto, ich bin ebenfalls Rechtsanwalt in Zürich bei Poletna Boss Kurer AG. Starke öffentlich-rechtliche Prägung. Ich habe auch einen, glücklicherweise muss ich sagen, einen Bundeshintergrund, GS UVEC. Dort war ich namentlich im Bereich der Ausklinkverfahren. Sie kennen das vielleicht, wir mussten nach Brüssel gehen und dort namentlich die Telekom befreien von den Fesseln des Beschaffungsbusiness. Also heute werden wir über Rahmenverträge und Rahmenvereinbarungen sprechen. Wenn Sie im BÖB schauen, wenn Sie im GPA schauen, wenn Sie in der VÖB schauen, da werden Sie nirgends Rahmenverträge finden. Bisher jedenfalls. Vor etwa 10 Jahren hat die KBOB eine Umfrage gemacht bei Einkäufen. Die hat aber gezeigt, dass 3/4 aller Einkäufe angaben, ja, wir haben schon Rahmenverträge abgeschlossen. Das Thema hat also einige praktische Relevanz. Und wenn ich richtig informiert bin, wird es auch bei der Revision des BÖB aufgegriffen werden. Ich bin selber sehr gespannt, welche Regelungen das da ins Gesetz kommen werden. Weil wir in der Schweiz keine Regelungen haben, schauen wir häufig, was hat die EU gemacht. Die EU hat gerade im 2014 ihre beiden Richtlinien über öffentliche Beschaffungen revidiert. Die kannten schon bisher zahlreiche Regelungen über Rahmenverträge. Inzwischen ist das noch etwas differenzierter und noch etwas komplizierter auch geworden. Wir werden ein paar Kernelemente dieser Regelung vorstellen. Im Zusammenhang mit Rahmenverträgen ist immer wieder die Frage, müssen wir das ausschreiben? Unter welchen Voraussetzungen müssen wir die Vergabe eines Rahmenvertrages ausschreiben? Dann auch die Frage, wenn wir jetzt einen konkreten Abruf machen, ist das auch wieder ein Zuschlag? Ist der anfechtbar? Wer kann den anfechten? Da werden wir kurz darauf eingehen. Neben dem beschaffungsrechtlichen Rahmen gibt es auch einen haushaltsrechtlichen Rahmen. Und der ist häufig sehr schwierig, weil man weiß am Anfang nicht so recht, unter diesem Rahmenvertrag, den wir jetzt da mal ausschreiben, vielleicht werden wir relativ wenig beschaffen unter dem Vertrag, vielleicht in 4 Jahren Laufzeit werden wir ganz viel beschaffen. Das stellt dann auch die Fragen der Finanzkompetenz. Und das wird der letzte Teil unseres gemeinsamen Referates sein. Wir haben keine Regelung im geltenden Recht, aber wir haben immerhin einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes. Wir wissen, dass Rahmenverträge als zulässig erachtet werden. Ob auch Rahmenverträge ohne jegliche Bezugspflicht der Vergabestellung zulässig sind, konnte in diesem Verfahren offen gelassen werden. Es gibt immerhin ein paar Grundsätze des BÖB und auch des Finanzhaushaltsrechts, die auf Rahmenverträge anwendbar sind. Transparenz, Gleichbehandlung, wirtschaftliches Angebot. Und das hat durchaus auch praktische Konsequenzen. Wenn wir langdauernde Rahmenverträge haben, dann sind möglicherweise die Konditionen nicht mehr marktgerecht im dritten Jahr. Und dann ist es immer noch sehr bequem für die Vergabestelle, unter diesem Rahmenvertrag abzurufen, weil man dann kein sonstiges Beschaffungsverfahren durchführen muss. Da sagt uns jetzt aber das Finanzhaushaltsgesetz und auch der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz im BÖB, dass man nicht mehr unter dem Rahmenvertrag beschaffen darf, Wenn der nicht mehr den Marktkonditionen entspricht. Wir werden sehen,
Häufig werden parallele Rahmenverträge mit mehreren Anbietern abgeschlossen. Da ist dann auch wieder die Frage, wer ist jetzt der wirtschaftlichste, zum Beispiel unter diesen drei Anbietern, mit denen man eine Rahmenvereinbarung hat. Da kann es sein, dass entweder im Rahmenvertrag selbst Regeln enthalten sind, die eine Zuordnung ermöglichen, oder sonst ein Kleinstwettbewerb, wie die EU sagt, oder ein Minitender, wie wir Neudeutsch sagen, durchgeführt wird unter den Anbietern. Rahmenverträge oder Rahmenvereinbarungen sind ein sehr weiter Begriff. Auch in großen Informatikprojekten sprechen wir häufig von einem Rahmenvertrag und von einem Projektvertrag und einem Wartungsvertrag, der darunter steht. Das ist nicht der Aspekt von Rahmenverträgen, den wir heute anschauen. Uns interessieren heute Rahmenverträge, wo man Konditionen fixiert, um nachher Dienstleistungen oder Produkte abzurufen zu diesen vordefinierten Konditionen. Und solche Rahmenverträge können mit einem einzigen Anbieter abgeschlossen werden oder sie können mit mehreren parallelen Anbietern abgeschlossen werden. Vielleicht kurz hier, das muss als Loop oder zu dieser Frage vom Vorgang oder Unterschied dieser Dialog oder dann halt Rahmenvereinbarung. Hier sehe ich eigentlich dieses Hauptkriterium, denn schon dieses Hauptkriterium, das wirklich eigentlich die Essentiale an der Goldziehen, im Wesentlichen eben schon in der Rahmenvereinbarung. Darin unterscheidet sich meines Erachtens auch im Wesentlichen, oder dieses Instrument von Dialog, das ein Verfahren ist, hier am Vertrag, wo man eigentlich eben nur noch etwas, was schon weitestgehend geklärt ist. Nur so. Wir haben Rahmenverträge mit einer Bezugspflicht des Bestellers und wir haben Rahmenverträge, wo es keine solche Bezugspflicht gibt. Es gibt Rahmenverträge, wo die Anbieter liefern müssen zu diesen Konditionen und es gibt Rahmenverträge, wo die Anbieter immer noch sagen können, nein, wir haben jetzt keine Lust oder zu diesem Preis ist das für uns nicht interessant. So ideal scheint eigentlich für die Vergabestelle ein Rahmenvertrag ohne Bezugspflicht. Dann kann man nämlich immer noch parallel dazu anderweitig beschaffen. Wenn man den Eindruck hat, dass das günstiger und sinnvoller ist, kann außerhalb des Rahmenvertrages die Leistung bei Dritten beziehen. Das ist dann problematisch, wenn der Anbieter eine Leistungsverpflichtung hat und entsprechend ein Warenlager halten muss, Leute verfügbar halten muss, dann wird er wahrscheinlich irgendwo Risikozuschläge einbauen, die dann die Beschaffung verteuern. Das haben wir bereits gesehen, wenn wir Rahmenverträge mit mehreren Anbietern haben, können wir entweder vertragliche Regeln definieren oder wir können im Einzelfall einen Wettbewerb spielen lassen. Bei IT-Beschaffungen kann man zum Beispiel Stundenansätze mit IT-Dienstleistern fixieren und sie dann für ein konkretes Projekt, einen Minitender, ein Angebot eingeben lassen, wo sich dann vielleicht zeigt, dass der eine, der den viel günstigen Stundenansatz hat, für das Projekt viel mehr Zeit rechnet und deshalb nicht der günstigste ist. Ich mache ein bisschen ein Durcheinander zwischen Rahmenvertrag und Rahmenvereinbarung. Das widerspiegelt auch so ein bisschen die heutige Literatur. Die einen sprechen von den Rahmenverträgen, die anderen von den Rahmenvereinbarungen. Manchmal wird Rahmenvereinbarung als Oberbegriff gebraucht. Manchmal wird nur dann von Rahmenvertrag gesprochen, wenn bereits alle Vertragskonditionen im Vertragstext geregelt sind. Wir brauchen es hier heute synonym. Die EU kennt sehr detaillierte Regelungen zu Rahmenverträgen. Wir werden ein paar
davon zusammen anschauen. Es gibt Erläuterungen der EU-Kommission. Ich habe gestern noch mal geschaut. Ich habe keine aktuellere Fassung gefunden. Die Erläuterungen scheinen noch auf die bisherige Fassung der Richtlinie in Bezug zu nehmen. Ich weiß nicht, hast du mehr gefunden? Bis jetzt nicht. Ja. Nun, wie kommt das EU-Recht ins schweizerische Recht? Es gibt in der Botschaft zum GATT-Übereinkommen ein paar Passagen, wo gesagt wird, das GPA, das wird ja von der Schweiz umgesetzt im BÖB und es wird von der EU umgesetzt in den Richtlinien. Aber zugleich, sagt diese Botschaft, hat sich das GPA auch an vorbestehenden Regelungen der EU inspiriert, die jetzt wieder bei der Auslegung des GPA berücksichtigt werden können. Und dann gibt es zum Teil bilaterale, sektorielle Abkommen, wo es Grundsätze der eurokompatiblen Auslegung gibt. In vielen Fragen ist mir aufgefallen, dass die schweizerische Literatur und auch kantonale Gerichte zum Teil sehr uninterfragt eigentlich sofort schauen, diese Frage ist bei uns nicht gelöst, so macht es die EU, wenden wir das an. Es ist immer etwas kritisch zu hinterfragen, ob das dann wirklich auch passt in unserem Rechtssystem. Es ist auch interessant im Zusammenhang mit dem Beschaffungsrecht, sind wir ja in der Schweiz überreichend das bilaterale Sektorenabkommen mit der EU auch rechtlich eigentlich sehr eng verknüpft mit der EU. Das heißt, wenn dann die EU Richtlinien erlässt, dann stehen wir hier ein bisschen vor der Frage, wie weit müssen wir das jetzt nachvollziehen, dieses neue Recht. Und der Praktiker oder der Rechtsgelehrte spricht da regelmäßig vom entweder vom autonomen Nachvollzug oder von der Verpflichtung zur Übernahme des sogenannten Acquis communautaire, also dass man wirklich von quasi gesetzesvertragsvereinbarungsrechtlich verpflichtet ist, das Recht zu übernehmen. Meines Wissens, das bilaterale Schaffungsabkommen ist ein sogenanntes staatliches Abkommen, wir sind eigentlich nicht verpflichtet. Aber ich bin natürlich dann sehr gespannt, wenn wir im Dezember eben den Vorentwurf sehen des BOP, vielleicht auch der IFÖB, wie weit dann gegangen wird, wie weit dann die Übereinstimmung sein wird mit der aktuellen Regelung in den beiden Richtlinien der EU. In den Erwägungsgründen zu den neuen Richtlinien steht, dass Rahmenverträge nicht dazu missbraucht werden dürfen, um den Wettbewerb zu verhindern oder einzuschränken. Das ist sicher etwas, wo wir keine Mühe haben mit diesem Grundsatz. Die Frage ist dann, wie das im Einzelnen umgesetzt wird. Die EU sagt, dass generell Rahmenverträge nicht über eine längere Dauer als 4 Jahre abgeschlossen werden sollen. In der Sektorenrichtlinie sagt sie, dass sie generell nicht länger als 8 Jahre dauern sollen, weil man dort von teuren Telekom- und Stromerzeugungs-, Stromleitungseinrichtungen ausgeht, die über eine lange Zeit gewartet und abgeschrieben werden müssen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man Marktzutrittsbarrieren verhindern kann und Wettbewerbsbeschränkungen verhindern kann. Es ist auch zum Beispiel möglich, indem man Lose bildet und parallel eben mehrere Lose hat. Und Rahmenverträge können auch dazu wieder dienen, dass man mit einzelnen Rahmenverträgen einzelne Lose bildet. Ein sehr strikter Grundsatz im EU-Recht ist, dass es keinen nachträglichen Beitritt zu Rahmenverträgen gibt. Das wird an verschiedensten Stellen immer wieder betont. Das bedeutet aber nicht, dass die Leistungsbezüger im Rahmenvertrag alle namentlich enumeriert werden müssen. Die kann man auch generell abstrakt bestimmen, zum Beispiel alle Bundesländer von Deutschland oder bei uns alle Kantone. Das würde auch genügen. Im Hinblick auf die Frage der Ausschreibungspflicht ist ja der Schwellenwert entscheidend. Und das weiß man häufig nicht im Zeitpunkt, wo man einen Rahmenvertrag abschließen möchte, ob der Schwellenwert dann tatsächlich erreicht wird oder nicht. Da muss man eine Prognose machen. Das Problem ist einfach, wenn man sich verschätzt hat und nicht ausschreibt und dann trotzdem
nach und nach immer mehr Beschaffungen unter diesem Rahmenvertrag abwickeln will, sodass der Schwellenwert plötzlich erreicht wird, dann hat man ein Problem. In diesem Zeitpunkt müsste man dann eigentlich wieder ausschreiben. Da gibt es auch Praxis des Bundesverwaltungsgerichtes dazu. Es ist heute auch in der Schweiz davon auszugehen, dass auch wenn keine Bezugsverpflichtung besteht, trotzdem Rahmenverträge auszuschreiben sind, wenn im Lauf der Zeitdauer einmal der Schwellenwert erreicht werden könnte. Wenn es mehrere Rahmenvertragspartner gibt, dann geht die in der Schweiz herrschende Lehre davon aus, dass die Einzelabrufe den anderen Vertragspartnern mitgeteilt werden müssen und dass die auch die Möglichkeit haben, solche Einzelbestellungen anzufechten. Wir haben Ihnen hinten in den Folien eine kleine Literaturzusammenstellung gemacht. Es gibt wenig Literatur bisher zu Rahmenverträgen. Das kann Ihnen aber immerhin ein paar Hinweise geben. Rahmenverträge können auch interessant sein, wenn Sie ein bestimmtes Produkt beschaffen wollen, wo es aber einen Markt gibt. Zum Beispiel Large Account Resellers von bestimmten Softwareprodukten. Es ist durchaus möglich, dafür eine Ausschreibung für Rahmenverträge zu machen. Rahmenverträge können auch missbraucht werden, weil es einfach so bequem ist, unter dem Rahmenvertrag abzurufen. Wenn Sie zum Beispiel einen Texteditor brauchen, aber einen Rahmenvertrag haben für ganze Office-Pakete, dann ist es viel bequemer, so eine Anzahl Office-Pakete abzurufen, obwohl die tausendmal mehr können, als der bloße Texteditor, den wir hier brauchen würden. Hier wäre meiner Meinung nach nicht der gleiche Beschaffungsgegenstand. Und der Rahmenvertrag für die Office-Pakete würde, obwohl er dieses Bedürfnis auch erfüllen kann, nicht auf diese Bestellung passen. Dann hätten wir ein beschaffungsrechtliches Problem, auch unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Einsatzes der öffentlichen Mittel, Artikel 1 BÖB und Finanzhaushaltsgesetz. Ich glaube, da sind wir schon wieder mitten in deinem Thema. Jetzt musst du dich um mich anhängen. Ich hätte zwar die Gelegenheit sehr gerne genutzt, ohne Mikrofon zu sprechen, um mal meinen Hals ein wenig durchzuputzen, weil wenn man das auf der Straße draußen macht, dann ist man ja sehr schnell in der Lärmschutzverordnung drin und deswegen wäre eigentlich so ein gemütlicher Hörsaal eine doch sehr gute Gelegenheit. Was wir jetzt machen, ist wiederum einen Schritt zurück vom Rahmenvertrag selber. Wir haben vorhin gesehen, was ist der Rahmenvertrag, was kann er leisten, was gelten für Grundregeln im Umfeld von Rahmenverträgen. Mein Auftrag hier ist eigentlich ähnlich wie das Peter Fischer heute Morgen gemacht hat, ein wenig die organisationsrechtliche, die haushaltrechtliche Einbettung dieser Rahmenvereinbarungen aufzuzeigen und auch so schlaglichtartig einfach auf, ja, ich glaube, ich darf das so nennen, vielleicht auf einzelne Inkompatibilitäten auch zu sprechen zu kommen und namentlich auch möchte ich aufzeigen, dass es wirklich für die Behörden, für die Vergabestellen oftmals wirklich kein leichtes ist, einfach all diesen verschiedenen Gebieten, in denen man steht, auch gerecht zu werden. In der Übersicht, ganz auf der ersten Folie, haben wir gesehen, dass wir also zuerst über das organisationsrechtliche Koordinationsbedürfnis sprechen, dann über eigentliche Ausgabenkompetenzen, eine Beschaffung als Ausgabe und dann
mit Blick auf das Kreditrecht zwei, drei Begriffsunterscheidungen machen und dann auch wiederum die Implikationen dazu in Bezug auf die Rahmenvereinbarungen anschauen. Zum Einstieg möchte ich einfach gerne in die Problematik möchte ich einfach gerne kurz den Begriff, wie er definiert wird, landläufig in den Richtlinien, auch in diesem Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das wir kurz angesprochen haben, hier aufzeigen als Rahmenvertrag oder Rahmenvereinbarung. Auch hier, oder, wird es gerade wieder gleichgestellt. Als Rahmenvertrag oder Rahmenvereinbarung werden Aufträge bezeichnet, die keine direkt umzusetzende Leistungspflicht enthalten, sondern lediglich die Konditionen, Preis und allenfalls Menge und künftige Leistungsbezüge in einem bestimmten Leistungszeitraum vorbestimmen. Ich habe hier also den Preis und die Menge, den Zeitraum und das Vorbestimmungselement habe ich gehighlightet, weil das natürlich in einem haushaltrechtlichen Zusammenhang doch wesentliche Kriterien sind. Wenn ich das in eine lapidare Gleichung umgieße, kann man also sagen, Preis mal Menge mal Zeitraum, das ist das abgerufene Beschaffungsvolumen innerhalb einer solchen Rahmenvereinbarung. Das ist ein Geldbetrag X, den wir natürlich im Vornherein meistens nicht auf den Rappen genau kennen. Und allgemein auch heute Morgen wurde es schon verschiedentlich in den Kathedralvorträgen erwähnt, oder, ist natürlich gerade bei den IT-Projekten einfach die schwierige Ex-ante-Prognostizierbarkeit von kleineren, aber dann insbesondere auch größeren und personalintensiven IT-Projekten. Was heißt das, oder, wenn man nicht von Anfang an weiß, oder, dann sind gerade wieder die Juristen, oder, werden dann gefragt, oder, was ist das jetzt in Bezug auf den Schwellenwert, in welches Verfahren kommen wir, WTO, ja oder nein. Hier haben wir diese vergaberechtlichen Fragen. Wir haben aber namentlich auch die haushaltrechtliche Zuständigkeit. Peter Fischer hat heute Morgen in diesem Zusammenhang von der Einbettung des Projekts in die Stammorganisation gesprochen. Damit meint er auch eben die budgetäre Einbettung in die richtige Stammorganisation, dass man das berücksichtigen muss. Die Lösung für die Prognostizierbarkeit, eben dieses Vorausbestimmen, ist selbstverständlich, dass man mit Schätzwerten arbeitet. Wir kennen solche, das ist glücklicherweise im Gesetz, also wir haben du korrigierst mich, Artikel 7 der FÖB hat solche Regelungen über die Schätzwerte, wo man zwei beispielsweise auf die Gesamtwerte abstellt. Aber diese Prognostizierbarkeit und Allokation des Projekts innerhalb des haushaltsrechtlichen und des beschaffungsrechtlichen Rahmens, das führt eben zu einem wirklich manchmal ziemlich eminenten Koordinationsbedürfnis. Ich habe hier, es ist schon ein wenig so am Nachmittag, das Kaffee ruft schon ein wenig, aber ich möchte Ihnen trotzdem diese Gesetzesbestimmungen so ein bisschen ans Gesicht werfen, einfach weil sie so lustig sind. Oder? Es ist hier eine Bestimmung, die ist lange nicht mehr in Kraft, aber die zeigt doch deutlich auf, wo hier die Bedürfnisse sind. Das ist eine Bestimmung aus dem Kanton Luzern. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Kantone hier als irgendwie hervorzugreifen, sondern das könnte überall eigentlich auch so gestanden haben. In einer kreditrechtlichen Verordnung. Die Ausgabekompetenzen gelten auch für Informatikprojekte, die den Vorschriften über die öffentlichen Beschaffungen nicht oder nur teilweise unterstehen, insbesondere für die Beschaffung von Lizenzen. Ich klicke das gerade weg, weil wir wollen nicht in die Exegese gehen. Oder? Ich will damit nur aufzeigen, dass ein enormes Koordinationsbedürfnis da ist. Die Verzahnung von kreditrechtlichen Befugnissen einerseits, von vergaberechtlichen Rahmenbedingungen andererseits. Die Verwaltung, die Behörden müssen hier diese Kompetenzen sauber allozieren und sauber definieren. Das war auch eines der Kernvoten heute Morgen vom sehr praxisbezogenen Referat von Peter Fischer. Ein erster Schritt ist, dass man einfach mal sicher sagt, wir haben eine zentrale Beschaffung. Das ist, glaube ich, heute absolutes Standard beim Bund, bei den Kantonen, auch bei anderen Beschaffungsorganisationen. Die Post wurde heute schön dargestellt, dass man eigentlich wirklich zentral beschafft. Oder hier eine Bestimmung aus der Informatikverordnung Graubünden, das Amt für Informatik ist die zentrale und alleinige, das wird noch zu diskutieren sein, Beschaffungsinstanz für Informatikmittel
und Dienstleistung. Das ist ein großer Vorteil, man bündelt funktional, bündelt man die Vergabekompetenz in den Händen von Leuten, Projektleitern, Dienststellen für Informatik, die damit dann auch ein gewisses Know-how ansammeln können und das einsetzen können. Mit Bezug auf die Rahmenvereinbarungen haben wir durch diese Zentralisierung natürlich auch den Effekt, dass so eine Rahmenvereinbarung dann einen viel größeren Wirkungskreis erhält. Das heißt, wenn es um eine Rahmenvereinbarung mit mehreren IT-Anbietern gibt und Sie sind da nicht drin, oder, dann kann das dann unter Umständen auch bedeuten, dass Sie für ein gewisses territoriales Gebiet, nämlich eben den Zuständigkeitsbereich dieser bestimmten Stelle, einfach draußen sind. Oder? Und das hat hier so gewisse Verstärkungskomponenten, finde ich sehr interessant. In diesem Zusammenhang müssten wir dann vielleicht nachher diskutieren, oder im Plenum selbstverständlich diskutieren, warum man da nicht auch darauf raufspringen kann, wenn so ein Zug gut fährt, man sieht, dass das Ding fliegt, dass die Risiken sind fair verteilt, die Haftung ist gut geregelt und so weiter, dass man da nicht halt auch fast wie bei einer Präqualifikationsliste, dass man da weitere Anbieter vielleicht noch dazu nehmen kann oder auch andere Beschaffungsstellen unter Umständen da einsteigen kann, aber da gibt es dafür und da wieder. Ja? Zum Teil eigene Schwierigkeiten. Beschaffungsrechtlich ist es ja noch relativ einfach, wenn man nicht weiß, erreichen wir jetzt den Schwellenwert, dann schreibt man einfach mal ein Video aus. Aber ich habe im letzten Jahr ein Gutachten zu schreiben, wo verschiedene Kantone und der Bund zusammen etwas beschaffen wollten. Und dann war die Frage, nach welchem Beschaffungsrecht müssen wir jetzt das ausschreiben? Und da war wiederum die Frage, ja, wer wird in diesen 4 Jahren dann am meisten beziehen? Gut, um das abzurunden, diesen organisationsrechtlichen Teil, wenn ich ihn mal so nennen möchte. Sie stehen hier als Anbieter oder als Vertragspartner, Vergabestelle mit einer Rahmenvereinbarung. Und das ist quasi der Problemkreis, diese Wölklein, die haushaltrechtlichen Befugnisse einerseits, die wir noch näher anschauen werden, die vergaberechtlichen Anforderungen andererseits und Ihre eigene Informatikorganisation, im Bund sehr stark eigentlich durch die Bundesinformatikverordnung auch geregelt. In diesem Schnittbereich befinden Sie sich mit Rahmenvereinbarungen, natürlich auch mit herkömmlichen Beschaffungsprojekten, das ist klar. Wenn es aber hier in diesem Verhältnis Schwierigkeiten gibt und Parlamentarier irgendwie auf den Wagen aufspringen, dann können sich diese Wolken dann sehr schnell zu Gewitterwolken umwandeln. Und das finde ich an sich dann oft eigentlich gar nicht gerechtfertigt. Gut, das kommen wir zu Ausgabekompetenzen quasi im engeren Sinne. Da möchte ich eigentlich kurz sein. Das ist, man verwendet öffentliche Mittel zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das setzt gewisse Gesetzesgrundlagen voraus und so weiter. Ich möchte hier nur eigentlich letzten Endes auf die konkrete Ausgabenbewilligung des zuständigen Organs hinweisen, weil eben hier auch hier gewisse Schwellenwerte, wenn ich sie mal so nennen will, vorhanden sind. Oder? Und die sind dann schon ziemlich entscheidend. Oder? Hier sind wir wieder, wo sind wir? Im Kanton Luzern. Das ist aber sicherlich eine Bestimmung, die in anderen kantonalen Erlassen ähnlich aussieht. Oder? Da werden Kompetenzen verteilt, eine Dienststelle innerhalb von beispielsweise dem Finanzdepartement hat Ausgabenkompetenzen über frei bestimmbare Ausgaben bis 100.000 Franken. Das ist jetzt nicht ein wirklich großes IT-Projekt. Für gebundene Ausgaben ist der Rahmen dann schon 10-mal höher. Also es ist immer von Vorteil, wenn Sie in einem Vergabe-IT-Projekt drin sind, wo es um gebundene Ausgaben geht, weil dann hat der Behördenvertreter oder der Dienststellenleiter, mit dem Sie sprechen, allenfalls auch in einem Dialog, der hat dann entsprechend 10-mal größere Kompetenzen. Das kann natürlich schon sehr entscheidend sein. Um das neben die Schwellenwerte des Vergaberechts zu stellen, habe ich das versucht, so ganz verkürzt so darzustellen, dass eigentlich die Schwellenwerte des Vergaberechts in der, also so oder so,
zeigen die Ihnen auf, in welches Verfahren gehen Sie. Oder Sie kennen diese klassische Unterscheidung, die Schwellenwerte sind überschritten, dann WTO, oder es ist eine, wir können sogar im Freihandbereich miteinander arbeiten, wenn das nicht überschritten ist und so weiter. Oder bei den Schwellenwerten des Haushaltrechts sind wir eigentlich eher in der Frage, wer ist überhaupt zuständig dafür. Oder? Und wenn wir uns jetzt wieder erinnern daran, dass vielleicht ein Projekt über die Jahre hinweg einen Umfang annimmt, der ursprünglich so nicht angedacht war, kann das eigentlich zu einem Shifting dieser Ausgabenzuständigkeit führen, was für sich eigentlich nicht ein Problem sein muss, weil man ja mit Nachtragskrediten arbeiten kann, es bestehen Informationspflichten, einfach diese Kanäle müssen gut laufen. Es ist klar, dass ein Nachtragskredit, wenn der dann notwendig ist, natürlich politisch immer relativ schwer zu rechtfertigen ist. Wir haben gesehen, gebundene Ausgabe und freie Ausgabe. IT-Projekte, meine ich, dürften eigentlich fast immer gebundene Ausgaben sein. Das kommt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts her. Sie sind bei einem solchen Projekt nicht wirklich einfach frei zu bestimmen, was Sie möchten, auch nicht im Dialogverfahren. Dort haben Sie im Rahmen der Informatikstrategie konkrete Vorgaben, was Sie innerhalb der Verwaltung, der Behörde, der Vergabestelle zu Handen der Verwaltung erbringen müssen. Oder das definiert eigentlich das Projekt in großen Zügen vor. Da bestehen auch schon Budgetbeschlüsse. Insofern sind Ihnen hier vom Ermessen her relativ enge Grenzen gesetzt. Ich sage zum Glück, weil Sie dann eben über 1 Million oder mehr über größere Beträge verfügen können, ohne dass jedes Mal wieder eine Zuständigkeitsverschiebung stattfindet oder erfolgt. Im Gegensatz dazu, die freie Ausgabe ist eben, wenn man wirklich quasi frei auf dem grünen Feld bestimmen kann, was man kreieren will. Widersprechen Sie mir, falls es anders ist. Das ist eine Auffassung von mir. Es gibt nicht so viel Praxis dazu, zu dieser Frage, ist es eine gebundene oder eine freie Ausgabe. Dann gerade auch mit Bezug auf Rahmenvereinbarungen, oder ist es, wenn man jetzt solche Leistungen über 4 Jahre oder allenfalls 8 oder mehr Jahre abruft, ist es eine wiederkehrende Leistung oder ist es eine einmalige Ausgabe? Auch hier haben wir in Bezug auf die Berechnung des Werts haben wir dann wieder andere Implikationen. Hier die Definition, also eine Ausgabe, die einer fortgesetzten, dauernden Aufgabe dient, sind wiederkehrende Ausgaben. Ich glaube, da können wir, ich stelle das mal so in den Raum, wir können das, falls Zeit, noch diskutieren. Mir scheint wichtiger, dass hier unter Umständen die Zuständigkeiten eben dann anders berechnet werden als im Vergaberecht. Oder? Für die Bestimmung der Ausgabenbefugnis bei wiederkehrenden Ausgaben wird auf den Nettoaufwand abgestellt, der in einem Jahr anfällt. Oder normale budgetrechtliche Bestimmung, die besagt, wir schauen einfach an, was läuft in einem Budgetjahr und aufgrund dieser Lösung wird dann bestimmt, wer da zuständig ist. Oder im Vergaberecht haben wir vorhin gesehen bei den Folien vom Kollegen Wolfgang Straub, dass man da auf die Gesamtwerte abstellt. Oder? Was ich denke, IT-Ausgaben und Rahmenverträge können wiederkehrend oder einmalig sein. Ich glaube, es gibt beide Konstellationen. Gut, das führt mich zum, ja, vielleicht ebenso einfachen wie gleichzeitig auch verwirrlichen Schluss, wenn wir diese Gleichung vom Anfang nochmal nehmen, Preis mal Menge mal Zeitraum, gibt es Beschaffungsvolumen. Also man muss immer auch irgendwie den Kopf in die verschiedenen Richtungen halten und anschauen, im Vergaberecht haben wir diese Werte und diese Bedeutungen, im Kreditrecht haben wir diese Vorgaben und die überschneiden sich. Wir haben auch Zuständigkeiten, die nicht immer in jedem Fall gleich gut gelöst sind. Im Vergaberecht eben Entscheid über anwendbare Verfahren. Allenfalls gibt es einen Zuständigkeitswechsel. Im Haushaltrecht ebenso. Und dann die Arbeit mit Nachtragskrediten und mit einem gesunden Informationsfluss. Ich sage das, weil manchmal einfach gewisse Erfahrungen gemacht werden, wenn eben Projekte kostenmäßig aus dem Ruder laufen, dass dann böse Worte fallen, die an sich in der Anlage nicht notwendig sind. Ich glaube, dass hier im Großen und Ganzen sehr professionelle Arbeit geleistet wird. Hinter den Kulissen wird sicherlich der eine oder andere Strauß ausgefochten, aber ich denke, dass hier
diese Sensibilität sicherlich am Wachsen ist. Gut, ich glaube, das wäre es von unserer Seite.